Willkommen zum zweiten Teil. Zweiter Teil des Worms WMD Matches Preview Video mit Piero Parker und Writing Bull. Hallo Piero. Ja, hallihallo. Du bist übrigens dran, möchte ich dir sagen. Deine Uhr tickt, du hast noch 60 Sekunden. Also nicht deine Uhr, das wäre dramatisch. Das wäre echt dramatisch, wenn meine Lebensuhr hier. Ja. Ich übernehme dann deinen YouTube-Account dann einfach. Ich habe noch einen Bazooka hier und ich versuche mal, ob ich nicht der Wind kommt. Gegenwind, das ist natürlich nicht so einfach. Ich zieh mal nach rechts und versuch mal über die Mauer hinweg rechts in das Pulk reinzuschießen. Ob mir das gelingt? Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Es ist echt schwierig. Ich prophezeie, dass dir das nicht gelingt. Ui, das ist zu weit. Aber nur eine Idee. Aber auch eine Idee kann eine etwas zu große Idee sein, im Zweifelsfall. Ja. Das. Falls ihr euch übrigens fragt, sieht Piero Parker in Wirklichkeit auch so aus? Trägt er immer in der Öffentlichkeit statt eines Caps einen Gummicap? Sprich, Saugnapf? Nee, wie heißen diese Teile nochmal? Pömpel. Ein Pümpel. Ich habe mal gelesen, es gibt einen Dialekt, ich weiß es gerade nicht wer, aber die Zuschauer wissen es und schreiben es in die Kommentare. Irgendwo sagt man dazu Nonnenfurz, habe ich mal gelesen. Nein, was? Ja, doch, wirklich. Unglaublich. Ja, ich weiß es auch nicht, aber wo wir gerade davon sprechen, wie wäre es mit einem Schaf? Ich habe hier eins, warte, ich schicke dir mal eins runter. Dann mach das mal. Oh, nein. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Oh. Auf Piros Mami! Senkt sich der erste Piros Mami, der geht's ganz dreckig. Noch einer in die Luft und. Oh. Nein, er hat die Handgranate geschluckt. Ein Massengrab hier. Sag mal, wie viele Würmer sind überhaupt noch im Spiel? Was war so das viele. Denn? Ach, das war schon das Endergebnis? Hattest du alle gerade gekillt? Das sieht leider so aus, in der Tat. Das war ein Streich. Drei auf einen Streich war es hier. Guck mal, du hast hier vom Spiel den Rang Flieger zugewiesen bekommen, rechts. Vermutlich, weil deine Würmer durch meine Attacken dann immer, ne? Ja, hör mal, dann sag ich, das können wir nicht machen. Das ist ja wir machen einfach sofort eine Revanche und packen die in diese Folge rein. Soll ich dir denn wirklich eine Revanche zugestehen? Ja. Aber ich weiß ja nicht, hast du dir die denn verdient? Sag einmal ganz lieb, bitte, Piero. Du bist auch der allergrößte Worms-Spieler. Du bist der allergrößte Worms-WMD-Spieler, gegen den ich jemals angetreten bin. Das war ja bisher nur ich, aber na gut, ich lass das mal durchgehen und klicke direkt mal auf bereit. Du bist dran. Ich hätte aber gerne eine andere Landschaft jetzt. Na, eine andere Landschaft, das ist eine gute Idee. Innenstadt? Ja, ja. Wie sieht's denn damit aus? Da kenne ich mich aus. Im Gegensatz zu dir lebe ich ja nicht auf dem platten Land. Dann? Das Bullenteam von Writing Bull hätte gerne eine Revanche. Dann schauen wir mal, was passiert. Ich sehe hier einen Helikopter. Vielleicht gelingt es uns ja mal, in ein Gefährt zu steigen. Es gibt ja Helikopter und Panzer. Das ist meine große Hoffnung, dass wir diese neuen Features jetzt hier mal zeigen können. Und durch wundersame Weise sind sie alle wieder von den Toten zu den Lebenden auferstanden. Bernardine und Pyrus Mama und wie sie alle heißen. Ja. Du sagtest ja gerade, du lebst in der Stadt. Also vermutlich sieht die Stadt auch genauso aus wie diese hier. Etwas ramponiert, wenn man sich hier mal so umschaut. Liegen doch einige kaputte Zugwaggons und Autos hier auf den Schutthaufen. Also... Das ist die Müllhalde, auf der du lebst, also, Writing Bull. Manchmal bist du ein bisschen kackfrech. Nein! Da war der erste weg. So buchstabiert man Revanche. R-E-W-A-N-G-E-H. Ja, so in etwa. So, das war also schon der erste Wurm, der hier schon von mir das Zeitliche gesegnet hat, der Camembert. Ich mag Camembert, ich kann das eigentlich nicht gut heißen. Hört ihr das leichte Zittern in Piros Stimme? Ich höre es nicht. Taub ist er auch noch, der Ärmste. Wie wird er gegen mich dann bestehen können? Zitternd und taub. Ich, ein kleiner Schritt nach links erlöst Gauda von einem furchtbaren Schicksal. Ah. Ich fliege dir hier mal entgegen. Und auch nicht schon wieder, Bernardine. Es tut mir leid. Also, auch nicht schon wieder. Es ist jetzt reiner Zufall. Ich habe nichts gegen dich persönlich. Wirklich nein. Nicht. Ganz wirklich. Bernardine trinkt gerade aus einer Hügelparkertasse. Das kannst du dem echt nicht zumuten. Der hat ja wohl einen... Ein Schuss, der ging daneben vorbei. Geschossen. Echt, Bio. Ja, du hast ihn noch nicht mal erwischt. Ich versuch's nochmal. Der ist doch ein dickes Zielkreuz. So sollte eigentlich der erste gehen. Beim zweiten Versuch. Naja, zum Glück kann man ja zweimal schießen hier. Ich setze mich da mal bei Gorwin auf die Nase. Na toll.
Du solltest mal ganz, ganz dringend ein Saufen gehen. Ein bisschen Zielwasser trinken. Du, Hauptsache der zweite Schuss, der hat doch gesessen. Der war doch gut. Zakor ist dran. Zakor ist dran und er steht... Oh, ich weiß, was Zakor machen könnte. Zakor geht jetzt erstmal aus dieser zerbombten Innenstadt ein Stück nach rechts. Zu dem Kollegen Leerdammer. Und testet mal, wie gut er beim Fliegen ist. Wie kann man den runterschicken? Haben wir mittlerweile... Schrotflinte müsste eigentlich reichen, um ihn runter zu torpedieren. Hallo. Das müsste das reichen. Ja, wohl überleben, will ich ja mal hoffen. Ne? Aber denk dran, aus nächster Nähe schießen mit der Schrotflinte, ne? Ja, natürlich. Ja. So, und nach rechts und eins drunter. Und? Ja. Ui, das... Nein! Was denn da oben? Ist eine Mine kaputt gegangen? Ich habe nur einen Schuss frei. Aus der Entfernung, was kann ich da machen? Ich habe nur 51. Ich glaube, ich habe echt Glück gehabt, dass mir der Sturz nicht wirklich angerechnet wurde als Schadenspunkte. Ich habe nur die 25 Schadenspunkte bekommen, die ich aus der Entfernung mit der Schrotflinte irgendwas bewegen. Nichts. Kann ich die Waffe wechseln noch? Ich glaube nicht. Leider nicht. Spring doch einfach hinterher und schieß dann nochmal. Ja, die Frage ist, ob mir das... Ich gehe mal ganz vorsichtig runter. Ganz, ganz vorsichtig. Ganz, 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 ganz vorsichtig. Oh, es klappt. Oh, das kann ja auch nicht wahr sein. So, so viel Zeit hast du allerdings nicht mehr. 10 Sekunden. Ja, der steht da fest. Ich jetzt. Du kommst nicht rüber. Du musst wohl springen müssen. Hui. Na, das war's schon. Ein galanter Auftritt. Der eine schießt mit der Schrotflinte daneben, der andere schießt gar nicht. Immerhin habe ich dich von deinem hohen Ross runtergestürzt. Massenvernichtungswaffen? Das klingt nach mir. Möge da niemals Donald Trump die Finger dran bekommen an die Massenvernichtungswaffen. Das wäre für alle wohl das Beste. Denke ich auch. Oh, was machen wir mit dem? Der steht da oben so unschuldig. Würdest du wählen bei den Präsidentenwahlen in den USA? Hast ich glaube... Wirklich, ich bin ja kein... Sid Meier? Sowieso, natürlich. Sid Meier oder Ed Beach. Einen von den beiden. Ich möchte echt kein Amerikaner sein. Also sowieso nicht, aber jetzt im Moment erst recht nicht. Weil ich glaube, dass das wäre vielleicht das erste Mal, wo ich sagen würde, ich gehe nicht wählen, was ich eigentlich nicht gut finde. Aber Pest oder Cholera, was ist deine Entscheidung? Leg dich fest, bitte. Ganz genau. Themenwechsel. Hallo? Ich habe hier mal wieder was Langes, Rotes, Dickes. Entschuldige. Jedes Mal. Ist das peinlich. Ich kann es einfach nicht. Bleib in meiner Nähe. Autsch. Zacker. Einmal hoch nach oben, einmal tief nach unten. Er hat noch 35 Lebenspunkte und er hat Rachegelüste in seinem Herzen. Tepik, was machst du denn da? Tepik geht erstmal da links und guck mal, was in dieser Kiste da drin ist. Enter-Taste. So, Enter und. So schon mal nicht. Sehr schön. Sehr elegant. Ja, wo ist hier ein Gegner? Nirgendwo. Ich müsste das Jetpack benutzen, um irgendwo hinzufliegen, vielleicht. Ja, das mache ich auch. Habe ich ein Jetpack? Ja, werde ich es benutzen. Wirst es zumindest versuchen. Das sieht sehr galant aus. Sehr galant, wie er sich hier Parmesan nähert. Und was hat er jetzt in petto? Was zieht er jetzt aus seinem... Was ist das eigentlich? Ist das so ein Russenhut, den du da auf hast? So eine Russenmütze? Das ist eine Russenmütze. Das gibt's ja wohl nicht. Also was zieht er jetzt aus seiner Russenmütze? Was anderes hat er ja nicht an. Schämst du dich eigentlich nicht? Du hättest dir wenigstens eben... Hallo. Zumindest eben eine Hose anziehen können. Einen Baseballschläger? Wo hat er den denn versteckt gehabt? Vielleicht schaffe ich es nicht, bis zu der Mine zu schlagen, die da oben auf dem Dach liegt von dem Nebengebäude. Ich versuch's mal. Von der Gasstation? Das kannst du ja mal vergessen. Das wird doch nicht klappen. Wenn du das schaffst, dann gebe ich dir einen aus. Oh ja. 8 Sekunden. Hat nicht geklappt. War nicht, aber es sah auch gut aus. Das war so ein bisschen Ping-Pong spielen hier. 33 Lebenspunkte hat mich das auch gekostet, immerhin. Jetzt bist du da, wo ich eben war, also ich beziehungsweise Tepik, ganz unten. Kiste kommt runter, fliegt zu Orun, Cheddar ist dran. Wie kommt man bloß auf die Idee, bei einem Spiel, das nicht Mäuse heißt, sondern Würmer, sein Käseteam
so zu benennen und einzurichten. Das, erster Impuls, welche psychologische Bedeutung das hat, dass mein erster Impuls Richtung Käse, möchte ich gar nicht näher wissen. Aber das war das Erste, was mir einfiel, als es hieß, Firu, du schläfst, wenn du hier schon so ein großes Sold kriegst, dann mach wenigstens auch ein vernünftiges Team. Ich muss kurz die Zuschauer warnen. Liebe Kinder, falls jetzt Minderjährige dabei seid, geht aus dem Zimmer, falls Erwachsene da sind mit minderjährigen Kindern, schickt sie raus, haltet ihnen die Augen zu. Sie sollen nicht sehen können, wie Piro seine eigene Mutter mit einem Baseballschläger traktiert. Aber entschuldige, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ich habe doch hier dieses NDA von dir, hier diese Stillschweigevereinbarung auf Seite 13, Ziffer 7, Absatz 2. Da heißt es doch, Piro Parker verpflichtet sich hiermit, seine Mutter mit einem Baseballschläger aus dem Spiel zu befördern. Nein, das war doch, das stand da doch so, oder nicht? Nein. Die eigene Mutter. Davon ziehe ich ein kleines Video. Es kommt auf Facebook hoch, dann kriege ich den Facebook... Schick mir mal einen Link auf den Facebook-Account deiner Mutter, bitte. Mal gucken, ob die das auch so lustig findet. Ob's da nicht meine Mutter hat mit so modernen Medien nichts zu tun. Nee, ich bin froh, dass sie einen Computer an- und ausgeschaltet kriegt. Die hat Wer weiß, ob dann beim nächsten Mal beim Weihnachtsfest wirklich der Weihnachtsmann die Geschenke bringt oder ob es nicht der Knecht Ruprecht sein wird. Ist das nicht der mit der Rute? Ja. So, das, was hast du vor? 20 Sekunden ständer da einfach nur rum und... Hat sich den Pömpel angeguckt, den er hier bei Lehrer mal auf dem Kopf sieht. Ich guck mal, ob ich... Ich weiß, was ich mache. Das ist doch das erste Mal in dieser Partie, oder? Dass du weißt, was du machst? Sehr, sehr witzig, ja. Ich bin gespannt. Lass uns teilhaben. Oh, er hat eine Fernbedienung in der Hand. Ein Luftangriff. Wenn du übrigens möchtest, dass der von der anderen Seite kommt, dann musst du einmal die Tab-Taste drücken. Dann kommt er von der anderen Seite. Ich versuch mal lieber. Denn so könnte das nach hinten losgehen. Aber was sage ich hier? Was rede ich da? Das. Du machst das schon. Nee, das bringt's auch nicht. Ein Schaf, du musst dich beeilen! Keine Panik, du hast noch 20 Sekunden, das ist ganz viel Zeit. Das ist. Ruh dich aus, in aller Ruhe. Eine Bazooka aus nächster Nähe ist auch immer Wind wieder gerne rechts. Wind kommt von rechts, genau. Oh! Nein! Das ist so ein Platz gebraten. Was für ein Mist war das denn? Das war ja gar nichts. Das war überhaupt nichts. Aber es sah gut aus. Darum geht's doch. Das ist doch hier eine Entertainment-Veranstaltung. Ja. Nun. Es gibt kein größeres Vergnügen, was man als Let's Player seinen Zuschauern machen kann, als ihnen die Möglichkeit zu bringen, sich über den Let's Player lustig zu machen und ihn auszulachen. Und da haben deine Zuschauer gerade auch mal wieder in dieser Let's Play-Reihe hier ein oder in diesem Let's Play. Reichlich Erfolg, ja. Reichlich Gelegenheit zu. Richtig. Zakor, mein Lieber, ich kenne dich jetzt ja auch schon eine ganz lange Zeit und ich mag dich. Du bist ein guter Kerl, aber du bist auf der falschen Seite der Macht. Nein! Deswegen muss ich dir jetzt leider den Gar ausmachen. Also, mach's gut, Zakor. Ach, er guckt schon ganz betroffen. Ach Gott, nein, Fifa. War das der Luftangriff? Das war ein Luftangriff. Ach, den benutze ich demnächst auch mal. Der sieht ja echt gut aus. Den hattest du doch vorhin schon fast aktiv, als du die Fernbedienung hast. Ich habe mich bei dem Versuch, irgendwas zu optimieren, total aus dem Konzept gebracht. So, jetzt ist Gorwin dran. Gorwin hat sich erstmal ein Gesundheitspaket verschafft. Einfach nur so. Hat jetzt 25 zusätzliche Lebenspunkte. Und eine Schrotflinte in der Hand. Du willst doch wohl nicht auf dieses arme Stück Käse schießen, das da neben dir sitzt. Das habe ich vor. Aus Gouda, traditionell nach Goudaer Art gereibt. Eins. Zwei. Solide Sache. 50 Punkte weg. Müssten eigentlich 50 sein, ne? Ja. Du hast gerade wirklich erfolgreich 25 plus 25 gerechnet. Ich bin stolz auf dich. Wie sagt der Zeitreisende bei Heroes immer, geschafft! Und reißt beide Fäuste in die Luft. Ich habe kürzlich hintereinander eine Staffel nach der anderen mir angeschaut, 1 bis 4. Nur Heroes Reborn habe ich mir nicht angeschaut, weil ich da so Schlechtes drüber gelesen hatte. Das sei irgendwie doof. Hallo? Hallo?
Ja, ich, während du hier deine Zuschauer unterhältst und sie ihnen hier wertvolle Programmtipps gibst, überlege ich natürlich meinen nächsten Zug. Bin aber noch nicht viel weiter. Was könnte ich man möchte dich nicht beim Denken ich stören. Ne? Liebe Zuschauer, so hört es sich an, wenn Piero Parker denkt. Trommelwirbel. Und ihr hört gar nichts. Was für ein Outing. So, was machen wir denn jetzt? Ich habe hier eine Lenkrakete. Ich muss dir echt ein Kompliment machen. Du kannst lautlos denken. Ganz das toll. Ist schon, ne? Der arme Teppich. Okay. Der arme Teppich. Der ist so nett im Ernst. Das ist ein total liebenswürdiger Kerl. Wie kann ich das denn jetzt wieder abbrechen? Geht das überhaupt? Man weiß es nicht. Ich glaube, das geht über Alt und F4. Oder über Steuerung Alt und Entfernen. Selbstverständlich. So, also eine Lenkrakete. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wind kommt von links, sollte funktionieren. Gut, cool gemacht. Dann daneben die Mine, klasse. Respekt, Kompliment. Danke, danke, danke. Hat noch nicht... Ja, 50 Lebenspunkte ist nicht schlecht. Ein bisschen mehr wäre mir lieber gewesen, aber nun gut. Sei bescheiden. Ich bin bescheiden. So, Orun ist am Zug. Genau. Hals- und Beinbruch. Epp, das war nichts. Ja, vielleicht sollten wir doch nochmal ein Olympia-Let's Play machen hier. Hat aber funktioniert. Worms goes Olympia. So, jetzt mache ich das, was ich mir eben von dir... Man muss ja von den Besten lernen. Und der Einzige, von dem ich bislang lernen könnte, bist du das tatsächlich auch der Beste. Danke für dieses hinreißende Kompliment. Ja, man tut, was man kann. Ja. Und habe ich nicht auch irgendwas mit Luftangriffen oder irgend so ein Mist? Oder hast du mir das eben jetzt... Hast du mir das weggenommen? Ich glaube, du Luftangriff, dürftest deinen eigenen machen. Da ist er. Jetzt gucke ich mal, Luftangriff kommt von rechts oder von links. Der soll von rechts kommen und ich... Mach ihn mal hier drauf und guck mal, was passiert, wenn ich ihn... Cheddar und Vetter und vielleicht sogar noch den Gorgonzola, wenn ich ein bisschen Glück habe. Ich mag gar nicht so recht hinsehen. Au. Au, 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 au. Das war gut. Das war wirklich gut. Das muss ich hier leider neidlos anerkennen. Das hat wehgetan. Es ist Zeit für Feta. Ich gehe jetzt eine Runde essen. Eine Stulle. Wollt ihr auch was essen? Einen kleinen Snack zwischendurch? Nein, wir machen keinen Cliffhanger. Es wird weitergespielt. Ach so. Ich wollte mich jetzt gerade entspannt zurücklehnen. Das war schon wieder Taktik von dir. Jetzt habe ich wieder 3 wertvolle Sekunden hier wieder verloren. Das, wer weiß. Was habe ich denn hier? Was ist denn das? Ein Schaf am Seil. Tja, ich weiß es nicht. Was macht denn das Schaf am Seil? Ich traue mich auch nicht, das auszuprobieren. Ich weiß nicht so recht, was Feigling, ich hier machen Feigling. Soll. Was mache ich denn? Wo bist du überhaupt? Ganz rechts, ne? Ja, ziemlich weit rechts. Ich habe auch keinen Jetpack. Der Wurm, der so nervös hin und her zuckt, genau. Ja, versucht dies auch diesen Gorgonzola zu erwischen. Ich nehme diese Kiste mit, in der Hoffnung, dass da irgendwas sind. Und was war drin? Nicht. Ein Butterbrot mit Feta? Ja, fast. Ein Brenner. Damit kann ich mir mein Butterbrot wenigstens rösten. Oh, wie lecker. Ein Wahnsinn. Toaster. Piero hat einen Toaster gewonnen. Was Bingo. Soll ich denn hier hinten anstellen? Das ist ja nun nicht so gut. Ich teleportiere mich hier gleich weg. Genau, das machen wir. Das ist doch Sci-Fi. Das ich teleportiere mich. Echt? Hier so hin. Husch. Zack. Und runtergefallen. Ja, ja, in das Haus rein. Absicht. Das war Taktik, ja, ja. Da ist ja dieses Loch im Dach. Und du kannst mal nicht weiter schauen. Jetzt ist der Wurm nämlich in diesem Gebäude versteckt. Ist geschützt, aber kann doch selber keinen Angriff durch. Hättest du denn noch... Selbstverständlich, da sind doch Fenster. Das zeige ich dir gleich, wie ich da Angriffe machen kann. Erstmal Hand aufs Herz. War das Absicht? Das war Absicht, wirklich. Kein Witz. Wenn du sehen würdest, was ich sehe, würdest du auch sehen, dass das total sinnvoll war. Ich frage mich gerade, wer von meinen Leuten dran ist, ob das Orun ist. Ja. Das weiß ich nicht. Ah, nee, der da unten. Ach, der da unten da drin steht. Wer ist denn das? Namen anzeigen. Namen werden nicht angezeigt gerade. Was kann bewegt ich... Ach so, ich müsste den Piero Parker, den Gauda doch eigentlich erwischen können. Ach da, jetzt weiß ich, welches ist. Du weißt es auch, ne? Ja, gut. Komm ich von da heil runter? Du hast es auf den Gauda abgesehen, ne? Leg dir doch einen Fallschirm um. Ja, genau. Na? Jetzt habe ich ihn aktiviert. Ach, das war jetzt nicht im Sinne des Erfinders.
Aber du hast es auch so überstanden. Glück gehabt. Und welche Waffen habe ich? Schrotflinten, ja. Zwei Schrotflintenschüsse, dann war's das mit dem. Wenn du das schaffst, ohne dich selber dabei zu treffen. Nun komm schon! Mhm, sollte ich eigentlich schaffen, nur 9 Sekunden. Komm. Na los! Übrigens habe ich dir schon erzählt, dass neulich, ne, also musst du mir jetzt aber auch ganz. Hörst du mir nicht mal zu, wenn ich dir eine spannende Geschichte erzählen möchte? Das war's. Schluck deine Handgranate. Um Gouda ist es erstmal geschehen und du hast mich lebenspunkte technisch überholt. Deine Würmer haben jetzt insgesamt mehr Lebenspunkte als meine. Gibt dir das zu denken? Ein wenig. Ein wenig gibt es mir zu denken. Und das heißt, jetzt müssen wir andere Seiten aufziehen. Jetzt ist Schluss mit lustig. So, Skydiver. Auch nicht schon wieder eine heilige Handgranate. Immer wieder. Nein, wir nehmen nicht was anderes. Ich will ja auch ein bisschen gewinnen, glaube ich. Komm. Der Ärmste. 83 Punkte verloren, 17 behalten. Hat mir auch selbst sogar noch ein bisschen Schaden zugefügt. Ich dachte, ich wäre weit genug weg, aber mit dem Denken ist das ja auch manchmal so eine Glückssache, ne? Der Teppich ist am Zug. Ich glaube, wenn ich ein bisschen Glück habe. Ich versuche mal was. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich versuche mal was. Pass auf! Was führt er im Schilde? Erstmal holt er sich hier diese Energiekiste. Fällt mir ja gar nicht, wie gewieft du inzwischen bist. In den 2 Jahren hast du eine Menge Worms geübt, glaube ich. Noch 50 Sekunden. Ich versuch mal was. Wir sind alle sehr gespannt. Das sah auch sehr elegant aus, wie du hier sehr witzig über diese Kante nicht hinauskommst. Versuche ich doch mal. Mit ein bisschen Glück kriege ich es hin, dass das Fass da rechts explodiert. Und dann? Und dass du da reingeschleudert wirst und dass das Fass mit explodiert. Ja, das klingt aber sehr ambitioniert. Mhm. Ich bin gespannt. Zeig den Zuschauern, was du drauf hast. 5 Sekunden. Nicht so ganz, wie du geplant hast. Wie viele Punkte hast du verloren? Das weiß ich noch nicht. 37 nur. Ah, das ist zu wenig. Erkennst du mich wieder? Aber schöne Idee war es auf jeden Fall. Hat aber nichts gebracht. Das stimmt. Während Pyro Parker hier nachdenkt, beenden wir diese Folge, 3. Teil und wohl auch letzter dieser kleinen Videoreihe. Bitte noch nicht betätigen, seht ihr in Kürze hier auf diesem YouTube-Kanal bei Writing Bull mit Gas Pyro Parker und WB, dem Schnellsprecher. Bis dann.